Herzlich willkommen am Montagabend. Hier ist euer Lieblingspodcast mit der 299. Folge. Und morgen gibt's die 300. Ausgabe von Ab ins Bett. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Ich bin Marco und begrüße euch zur 299. Folge. Und ich möchte echt an dieser Stelle schon einmal ein großes Dankeschön sagen für alle, die jeden Abend reinschalten, nicht nur wenn ein großes Jubiläum ansteht, sondern auch an einem Montag so wie heute. Und deswegen sage ich heute schon Dankeschön an euch für die 300. Folge. Denn heute zum Fast-Jubiläum gibt es die Ab-ins-Bett-Traumbox für euch. Und zwar die allerletzten Exemplare mit 40% Rabatt. Das ist vor allem für Mama und für Papa interessant. Mit dabei das Original Ab ins Bett Wunschposter. Das hängt ihr euch über euer Bett und eure Träume gehen viel schneller in Erfüllung. Das Traumtagebuch liegt neben eurem Bett und hier habt ihr morgens die Möglichkeit, eure Träume aufzumalen oder aufzuzeichnen. Außerdem gibt es noch über 30 spannende Reflexionsfragen zwischen Eltern und Kind und natürlich das Ab-ins-Bett-Buch mit 10 positiven Gute-Nacht-Geschichten. Mit dabei übrigens auch Pupsi, der Elefant. Das alles jetzt. Nur zum Geburtstag von Ab-ins-Bett morgen unter abinsbett.net. Und ihr braucht den Code 300 300 00, dann sichert ihr euch die Ab ins Bett Traumbox mit 40% Rabatt als Geburtstagsgeschenk. Und jetzt heißt es aber Recken und Strecken, nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und macht euch ganz, 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 ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Eieiei. Wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Der Sebastian hat mich über Instagram angeschrieben, da findet ihr Ab ins Bett auch unter Ab ins Bett. Er hat 2 Jungs und sie haben vor einigen Wochen auf Spotify Ab ins Bett gefunden. Im letzten Jahr hatte Niklas seinen 4-jährigen Geburtstag, seinen 4., den konnte er aber nicht so feiern, wie er das wollte. Und obwohl das schon im letzten Jahr war, ist der Niklas da immer noch ein kleines bisschen traurig. Aber heute ändern wir das, Niklas. Heute gibt es nämlich die Geschichte für dich, denn du bist heute Titelheld. Wollen wir loslegen? Na, dann kommt jetzt die 299. Gute-Nacht-Geschichte am Montagabend, den 21. Juni. Niklas und die nachgeholte Feier. Es war ein Novembertag. Schon lange, lange ist es her. Und draußen waren nicht alle gut gelaunt, denn das Wetter spielte nicht mit. Überall musste man Maske tragen, die Geschäfte hatten nicht offen. Das war letztes Jahr. Aber auch im letzten Jahr wollte Niklas eine riesengroße Feier steigen lassen. Schließlich wird man nur einmal 4 Jahre alt. Und das muss eigentlich doch gefeiert werden. So richtig, mit Freunden aus dem Kindergarten, mit der Familie, mit Mama, mit Papa, mit Oma und mit Opa und mit allen, die sonst feiern dürfen. Im November war es dazu aber zu kalt und es war nicht möglich. Aber heute ist es doch möglich. Das dachte sich Niklas. Er ging zum Papa Sebastian und fragte ihn, wann jetzt nun die große Party startet. Und sein Papa überlegte, oh, das machen wir vielleicht am Wochenende. Niklas wollte aber nicht bis zum Wochenende warten. Es war Montag und bis zum Wochenende dauert es ja noch. Dann kommt erst der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag und dann ist erst Wochenende. Nein, das dauert Niklas zu lang. Es war ein Montagabend. Also ähnlich wie heute. Niklas lag eigentlich schon im Bett. Doch während alle anderen schon schliefen, da begann er zu feiern. Die größte, schönste, wildeste Geburtstagsparty, die es überhaupt gibt. Niklas wusste, dass es in der Küche noch Sprühsahne gibt und jede Menge Dekoration. Also fing er zunächst an,
nachdem er einen kleinen Schluck von der Sprühsahne probiert hatte, das ganze Haus zu dekorieren. Von oben bis unten. Und er nahm alles zur Dekoration, was er so fand. Nicht nur die Girlanden, die sonst zum Geburtstag hängen. Auch Weihnachtskugeln, Ostereier, ja sogar Wäscheklammern. Alles wurde schmuckvoll platziert. Überall in der gesamten Wohnung sah es nun schon nach einer richtigen Feier aus. Mittlerweile war es schon spät in der Nacht. Mama und Papa schliefen, sein Bruder schlief auch. Aber Niklas war fleißig, er dekorierte noch alles weiter. Er stellte Teller auf den Tisch mit Besteck. Er faltete sogar kunstvoll Servietten. Und außerdem stellte er noch Tischkärtchen auf dem Tisch. Niklas wurde 4 Jahre alt, das heißt, schreiben kann er noch nicht. Also malte er die Gesichter seiner ganzen Gäste auf einer Karte und jeweils dort, wo die Person saß, stellte er das Tischkärtchen hin. Ja, und so wurde ruckzuck aus einem ganz normalen Esstisch ein wahnsinniger Geburtstagstisch. Natürlich gab es auch Geschenke bei einer richtigen Geburtstagsfeier, doch die schenkte sich Niklas natürlich nicht selber, die kamen von den Geburtstagsgästen. Aber wer kommt denn überhaupt zu dieser Feier? Schließlich weiß ja niemand, dass sie stattfindet. Gerade Niklas hat ja eben selber entschieden, dass die nun heute organisiert wird. Nicht erst am Wochenende, wie es der Papa meinte. Dann hatte Niklas eine Idee. Es war zwar mitten in der Nacht, das heißt ja aber auch, dass die Menschen zu Hause sind und bestimmt auch Zeit haben. Ach, schlafen können sie doch morgen noch. Niklas ging durch die Nachbarschaft und klingelte an allen Türglocken. Überall schauten die Menschen raus und alle Menschen, die aufmachten, die lud er ein nach Hause, zu sich, in sein großes Esszimmer, dort, wo die Party stattfand, die nachgeholte Feier. Allen Menschen erklärte Niklas, dass er im November seinen Geburtstag hatte, aber nicht feiern konnte und dass es nun höchste Zeit wird, den Geburtstag nachzuholen. Na, und das war wirklich eine richtig dicke Feier, die Niklas organisiert hatte. Am nächsten Morgen wollte er gar nicht aufstehen, so müde war er von der Nacht. Doch das Seltsame war, dass niemand reagierte. Selbst sein Papa sagte nichts. Auch sein großer Bruder sagte nichts. Und in der Wohnung war gar nichts mehr zu erkennen. Nur im Zimmer von Niklas hing eine Girlande, auf der stand Happy Birthday. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Niklas weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Die 300. Gute-Nacht-Geschichte. Die gibt's morgen auf abinsbett.net. Träum was Schönes.